Ja, hallo zusammen. Hier bin ich wieder, Steffi, hier an meinem Lieblingsplatz. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ich habe euch heute was mitgebracht, und zwar ein Bild von diesem Mann. Ihr kennt ihn alle, John F. Kennedy. Nach seinem Mord haben damalige Aufklärer sehr viele Ungereimtheiten um diesen Mord in die Öffentlichkeit ans Licht gebracht. Und die damals offiziellen Stellen konnten dem schon gar nichts mehr entgegensetzen. Was ist passiert? Die meisten von euch werden es wissen. Man hat den Begriff Verschwörungstheorie geprägt. Und so ist es auch heute noch. Alle, die irgendwelche Fakten ans Licht bringen, die man sonst nicht so von den öffentlichen Medien hört oder von den offiziellen Stellen, werden einfach mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker betitelt und vor aller Welt lächerlich gemacht. Ich war mal unterwegs und hatte versucht, Oldschool in einem Papierlexikon den Begriff zu finden, war erfolglos und habe es dann so gemacht, wie es heute ja alle machen. Man geht in das doch so neutrale Internetlexikon Wikipedia. Wenn du dort den Begriff Vertreter einer Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker eingibst, kommt eine ultralange Liste mit Namen und jeder bekommt eine ganze Seite gewidmet. Darunter sind Wissenschaftler wie der Friedensforscher Daniele Ganser, Politiker wie Andreas von Bülow, Journalisten wie Christoph Hörstel, Udo Ulf Kotte, Eva Herrmann, Gerhard Wisniewski, Künstler wie Xavier Naidoo, Autoren wie Stefan Erdmann, Armin Risi und Viktor Farkas. Ja, wenn man sich die Liste so anschaut, es riecht sehr danach, dass man mal genauer hinschauen sollte, ob genau nicht diese Leute Entscheidendes zu sagen haben, was wir nicht hören sollen. Und was auch sehr interessant ist, Wikipedia erzählt uns, Verschwörungstheorien reichen zurück bis ins 12. Jahrhundert. Obwohl der Begriff erst nach dem Kennedy-Mord kreiert und in der Öffentlichkeit überhaupt mal ein Begriff wurde. Macht euch einfach mal selber auf die Suche. Geht los, recherchiert, sucht, was hinter diesen Verschwörungstheorien Verschwörung sein könnte und was aber vielleicht auch die blanke Wahrheit ist. Bis zum nächsten Mal. Wie die CIA vor 50 Jahren den Begriff Verschwörungstheoretiker erfand. Am 11. April erschien auf der Website des Schweizer Radios und Fernsehens SRF die Schlagzeile „Arena ging beim Thema Glaubwürdigkeit der Medien zu weit“. Zur Erinnerung: In der politischen Diskussionssendung „Arena“ des SRF vom 24. Februar 2017 ging es laut eigenen Angaben um das Misstrauen gegenüber den klassischen Medien. Als Vertreter derjenigen, die für diese misstrauischen Leute sprechen, wurde der Schweizer Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganser eingeladen. Wegen seiner kritischen Forschung zu 9/11 und World Trade Center WTC 7, dem Gebäude, das ca. 7 Stunden nach den Zwillingstürmen einstürzte, wurde Ganser mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker angegriffen. Dies nicht nur von SRF-Journalist Roger Schawinski, sondern auch von SRF-Journalist Jonas Breuer, der die Sendung leitete. Schon in der Sendung des SRF-Wissensmagazins Einstein, nur einen Monat zuvor, am 26. Januar 2017, wurde Ganser als Verschwörungstheoretiker und somit als unglaubwürdig und unseriös hingestellt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Sendung „Lückenpresse geht gar nicht“, Stellungnahme Dr. Gansers zur diffamierenden SRF-Sendung Arena. Bezüglich der SRF-Sendung Arena vom 24. Februar gingen fast 500 Beschwerden ein, so viele wie noch nie zuvor. Kritisiert wurden bei der Sendung vor allem der Umgang von Moderator Jonas Breuer mit seinem Gast Daniele Ganser. Ganser sei unfair und diskriminierend behandelt und als Verschwörungstheoretiker verunglimpft worden. Das sei alles andere als sachdienlich, schreibt der für die Beschwerden zuständige Ombudsmann Roger Blum. Doch warum wird der Begriff Verschwörungstheoretiker überhaupt verwendet und was steckt dahinter? Aufschluss darüber gibt ein Dokument des US-Auslandsgeheimdienstes CIA mit der Bezeichnung 1035-960, welches den Begriff Conspiracy Theory, zu Deutsch Verschwörungstheorie, einführte. Dieses Dokument wurde im Jahr 1976 auf Betreiben der New York Times freigegeben. Die CIA reagierte damit auf das verbreitete Unbehagen der US-Bürger über die offizielle Interpretation des Kennedy-Attentats, wie sie im sogenannten Warren Report dargelegt war. Damals kam die von Kennedys Nachfolger Johnson eingesetzte Warren-Kommission zu dem Ergebnis, Lee Harvey Oswald sei der alleinige Täter gewesen.
Oswald soll mit seinem 23 Jahre alten männlicher Caccianogewehr aus über 150 Meter Entfernung den Präsidenten der USA an Kopf und Hals getroffen und tödlich verletzt haben. Obwohl die Warren-Kommission 3 Meisterschützen aufbot, die Oswalds Schussergebnis auch nicht annähernd wiederholen konnten, blieb sie dabei. Der mäßige Schütze Oswald musste den Kennedy-Mord begangen haben. Bezeichnenderweise war der einflussreiche, bis 1961 amtierende CIA-Direktor Alan Welsh Dulles ein Mitglied der Warren-Kommission. Weitere massivste Ungereimtheiten des Warren-Berichts finden Sie in der Sendung 50 Jahre Kennedy-Mord. Nach Präsentation des Warren Reports erschien eine Welle von Büchern, die bei damals 46% der US-Bürger massive Zweifel an der Alleintäterschaft Oswalds haben aufkommen lassen. Etliche alternative Versionen des Tathergangs deuteten nämlich auf eine direkte Verwicklung der CIA mit dem Kennedy-Attentat hin. Daher entwarf der US-Geheimdienst eine Handreichung, wie Zweiflern am Warren Report zu begegnen sei, etwa auch im Ausland. Die CIA schlug damals ihrem Personal vor, das Thema diskret mit den ausländischen Medienvertretern zu diskutieren und kritische Stimmen zu diskreditieren. Verweisen Sie auch darauf, dass Teile des Verschwörungsverdachtes bewusst von kommunistischen Propagandisten in die Welt gesetzt worden sind, hieß es in dem Konzeptpapier der CIA. Weiter sollte darauf hingewiesen werden, dass die Kritiker der CIA mit Theorien verheiratet seien, die sie aufgegriffen hätten, bevor Beweise vorlagen. Die sogenannte Verschwörungstheoretiker seien politisch motiviert, von finanziellem Interesse getrieben, hätten inakkurat recherchiert und seien in ihre eigenen Theorien vernarrt. Das CIA-Dokument nennt dabei namentlich den Enthüllungsjournalisten Edward Epstein, an dessen Person diese Strategie beispielhaft erprobt werden sollte. Zudem wurden Medien mit finanziellen oder personellen Verflechtungen zur CIA gezielt für Rufmordkampagnen mit ins Boot geholt. Zusammengefasst heißt das, die CIA erfand vor 50 Jahren das Schlagwort Verschwörungstheoretiker, um ihre eigene wackelige Theorie zum Kennedy-Attentat vor dem Einsturz zu bewahren. Dies schlicht und einfach aus dem Grund, weil der CIA stichhaltige Beweise und schlüssige Argumente fehlten. Genauso muss nun auch heute die aktuelle inflationsartige Verwendung dieses Kampfbegriffes gegen Daniele Ganzer und all den vielen anderen gewertet werden. Wann immer es an stichhaltigen Argumenten fehlt, wird mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker von der eigenen Unglaubwürdigkeit abgelenkt. Am 27. April 1961 hielt John F. Kennedy in New York vor den wichtigsten Zeitungsverlegern des Landes eine außergewöhnliche Rede über eine große Bedrohung. Er sprach von der schwerwiegenden Gefahr, dass ein verkündetes Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit dazu benutzt wird, seine Bedeutung auf die Grenzen amtlicher Zensur und Geheimhaltung auszuweiten. Und dies aufgrund einer monolithischen, das meint einheitlichen oder massiven und ruchlosen Verschwörung, der man rund um die Welt gegenübersteht. Er rief die Zeitungen dazu auf, das amerikanische Volk zu alarmieren und über alles uneingeschränkt zu informieren. Vermutlich haben Sie von dieser Rede noch nie etwas gehört, geschweige denn in der Mainstream-Presse etwas davon gelesen. Der Inhalt dieser Rede war so hochbrisant, dass er höchstwahrscheinlich die Weichen für Kennedys tödliches Schicksal am 22. November 1963 in Dallas stellte. Hören Sie nun die deutsche Übersetzung der Rede Kennedys, die sein Schicksal besiegelt haben mag und bis heute nichts an Brisanz und Aktualität verloren hat. Allein das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft unannehmbar. Und als Volk sind wir von Natur aus und historisch Gegner von Geheimgesellschaften, geheimen Eiden und geheimen Beratungen. Wir entschieden schon vor langer Zeit, dass die Gefahren exzessiver, ungerechtfertigter Geheimhaltung sachdienlicher Fakten die Gefahren bei Weitem überwiegen, mit denen die Geheimhaltung gerechtfertigt wird. Selbst heute hat es kaum Wert, das Überleben unserer Nation sicherzustellen, wenn unsere Traditionen nicht mit ihr überleben. Und es gibt die schwerwiegende Gefahr, dass ein verkündetes Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit von Ängstlichen dazu benutzt wird, seine Bedeutung auf die Grenzen amtlicher Zensur und Geheimhaltung auszuweiten. Ich beabsichtige nicht, dies zu erlauben, soweit es in meiner Macht steht, und kein Beamter meiner Regierung, ob sein Rang hoch oder niedrig sei, zivil oder militärisch, sollte meine Worte von heute Abend als Entschuldigung dafür interpretieren, die Nachrichten zu zensieren
Widerspruch zu unterdrücken, unsere Fehler zu vertuschen oder von der Presse oder der Öffentlichkeit Fakten fernzuhalten, die sie zu wissen begehren. Aber ich bitte jeden Herausgeber, jeden Chefredakteur und jeden Nachrichtenmann der Nation, seine Gepflogenheiten erneut zu untersuchen und die Natur der großen Bedrohung für unsere Nation wahrzunehmen. Es bedarf einer Änderung der Perspektive, einer Änderung der Taktik, einer Änderung der Mission, seitens der Regierung, seitens der Menschen, von jedem Geschäftsmann oder Gewerkschaftsführer und von jeder Zeitung. Denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt, um ihre Einflusssphäre auszudehnen. Auf Infiltration statt Invasion, auf Unterwanderung anstatt Wahlen, auf Einschüchterung statt freier Wahl, auf nächtliche Guerilla-Angriffe anstatt auf Armeen bei Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine eng verbundene, komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen kombiniert. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden nicht gelobt, sondern zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird enthüllt. Sie dirigiert den Kalten Krieg mit einer, kurz gesagt, Kriegsdisziplin, die keine Demokratie jemals aufzubringen erhoffen oder wünschen könnte. Ich bitte Ihre Zeitungen nicht, die Regierung zu unterstützen, aber ich bitte Sie um Ihre Mithilfe bei der enormen Aufgabe, das amerikanische Volk zu informieren und zu alarmieren, weil ich vollstes Vertrauen in die Reaktion und das Engagement unserer Bürger habe, wenn sie über alles uneingeschränkt informiert werden. Ich will die Kontroversen unter Ihren Lesern nicht nur nicht ersticken, ich begrüße sie sogar. Meine Regierung will auch ehrlich zu ihren Fehlern stehen, weil ein kluger Mann einst sagte, Irrtümer werden erst zu Fehlern, wenn man sich weigert, sie zu korrigieren. Wir haben die Absicht, volle Verantwortung für unsere Fehler zu übernehmen und wir erwarten von ihnen, dass sie uns darauf hinweisen, wenn wir das versäumen. Ohne Debatte, ohne Kritik kann keine Regierung und kein Land erfolgreich sein und keine Republik kann überleben. Deshalb verfügte der athenische Gesetzgeber Solon, dass es ein Verbrechen für jeden Bürger sei, vor Meinungsverschiedenheiten zurückzuweichen. Und genau deshalb wurde unsere Presse durch den ersten Verfassungszusatz geschützt. Die Presse ist nicht deshalb das einzige Geschäft, das durch die Verfassung spezifisch geschützt wird, um zu amüsieren und Leser zu gewinnen, nicht um das Triviale und Sentimentale zu fördern, nicht um dem Publikum immer das zu geben, was es gerade will, sondern um über Gefahren und Möglichkeiten zu informieren, um aufzurütteln und zu reflektieren, um unsere Krisen festzustellen und unsere Möglichkeiten aufzuzeigen, um zu führen, zu formen und zu bilden und manchmal sogar die öffentliche Meinung herauszufordern. Das bedeutet mehr Berichte und Analysen von internationalen Ereignissen, denn das alles ist heute nicht mehr weit weg, sondern ganz in der Nähe und zu Hause. Das bedeutet mehr Aufmerksamkeit für besseres Verständnis der Nachrichten sowie verbesserte Berichterstattung und es bedeutet schließlich, dass die Regierung auf allen Ebenen die Verpflichtung erfüllen muss, sie mit den bestmöglichen Informationen zu versorgen und dabei die Beschränkungen durch die nationale Sicherheit möglichst gering zu halten. So ist es die Presse, die Protokollführerin der Taten des Menschen, die Bewahrerin seines Gewissens, die Botin seiner Nachrichten, in der wir Stärke und Beistand suchen, zuversichtlich, dass mit ihrer Hilfe der Mensch das sein wird, wozu er geboren wurde. Frei und unabhängig. Die hinterhältigste Lüge ist die Auslassung, sagte die französische, im Jahr 1986 verstorbene Schriftstellerin Simone de Beauvoir. Auslassung von Kontext ist eine der Manipulationstechniken, die von den Leitmedien oft angewendet werden. Das bedeutet, dass dem Publikum wichtige Hintergrundinformationen vorenthalten werden, die um ein Gesamtbild der Lage zu erhalten, aber unverzichtbar sind.
Das Forschungsprojekt Swiss Propaganda Research verschiedener Schweizer Medienwissenschaftler stellte in Beiträgen des Schweizer Radio und Fernsehens SRF zum Syrien-Konflikt verschiedentlich Auslassung von relevanter Kontext- und Hintergrundinformation fest. Einzelheiten finden Sie unter den Links, die wir Ihnen hier einblenden. In der politischen Diskussionssendung Arena des SRF vom 24. Februar 2017 konnten die Zuschauer ein weiteres Beispiel, wie SRF relevante Kontextinformationen auslässt, live miterleben. In der Sendung unter dem Titel Trumps Krieg ging es laut eigenen Angaben um das Misstrauen gegenüber den klassischen Medien. Es ziehe sich da ein Graben durch die Gesellschaft. Ein Graben zwischen jenen, welche Vertrauen haben in Medienwissenschaft und Politik, und jenen, welche dem sogenannten System misstrauen. Dies sagte Jonas Breuer, der Moderator der Sendung. Als Vertreter derjenigen, der für diese misstrauischen Leute spricht, wurde der Schweizer Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganser eingeladen. Von einer sachlichen Diskussion und neutralen Moderation, wie man es erwartet und erwünscht hätte, fehlte jedoch jede Spur. Vielmehr wurde versucht, Dr. Ganser als Verschwörungstheoretiker und unglaubwürdig zu diffamieren, das meint schlecht hinzustellen. Das gipfelte darin, dass eine E-Mail von Ganser gezeigt wurde, die dieser zuvor an den Redakteur des SRF-Wissensmagazins Einstein geschickt hatte. Darin soll Dr. Ganser die Einstein-Sendung vom 26. Januar 2017, in der es unter anderem um Dr. Ganser und 9/11 ging, gelobt haben, obwohl er diese öffentlich in einem Twitter-Beitrag kritisierte. Ganz am Schluss der Sendung forderte Moderator Breuer die Zuschauer auf, sich selber eine Meinung zu machen. Folgender Text der E-Mail wurde eingeblendet. Ich fand den Teil zu 9/11 und WTC 7 fair und sachlich. Danke. Herzlich, Daniele. Die Frage ist nur, warum SRF nicht den ganzen Text einblenden wollte. Handelte es sich doch lediglich um eine halbe Zeile, die weggelassen wurde. Auch der Gesamtkontext des E-Mail-Verkehrs der schon laufenden Kommunikation zwischen Dr. Ganser und dem Einstein-Redakteur wurde völlig weggelassen. Da stellt man sich die Frage, ob das Schweizer Fernsehen den Zuschauern doch nicht zutraut, sich selber eine Meinung zu machen und ob SRF daher die gewünschte Meinungsbildung steuernd nachhelfen wollte? Hier der vollständige Text der E-Mail. Ich fand den Teil zu 9/11 und WTC 7 fair und sachlich, danke. Der Mix mit Klimalüge und Protokolle hingegen fand ich schlecht. Herzlich, Daniele. Einer, der gewusst hätte, wie die Aussage seiner E-Mail gemeint war, war Dr. Ganser selbst. Denn die Betonung seiner Mail lag offensichtlich auf dem Wort Mix. Der Tatsache nämlich, dass verschiedene Themen in der Einstein-Sendung zusammengemixt wurden und Ganser im Kontext der gesamten Sendung den Zuschauern als gefährlicher Verschwörungstheoretiker vermittelt wurde. Doch ihm wurde in der Arena-Sendung keinerlei Gehör geschenkt, was nicht gerade für einen neutralen, vom Volk finanzierten Fernsehsender spricht. Deshalb lassen wir im Folgenden Dr. Ganser zu Wort kommen. Am 25. Februar veröffentlichte er auf Facebook eine Stellungnahme zur Sendung, in der er den genauen Sachverhalt und Kontext des E-Mail-Verkehrs kommentierte, weil es für den Zuschauer schwierig zu durchschauen war, wie er schrieb. Er war überrascht, in der Sendung als unmittelbar Betroffener live mitzuerleben, wie seitens des SRF das Weglassen von relevanten Text praktiziert werde, um seine Aussage zu verdrehen. Urteilen Sie selber, ob den sogenannten klassischen Medien wie SRF zu trauen oder eben zu misstrauen ist. Liebe Community, nachfolgend möchte ich euch meine Erfahrungen als Teilnehmer der gestrigen SRF-Sendung Arena mitteilen. Am 24. Februar 2017 hat das Schweizer Fernsehen, SRF, in der Sendung Arena unter dem Titel Trumps Krieg sich den Themen Lückenpresse, Trump und Fake News angenommen. Das finde ich gut, denn dies sind wichtige Themen. Daher habe ich die Einladung angenommen und ging ins Studio, obschon SRF mich in der Sendung Einstein nur einen Monat zuvor, am 26. Januar 2017, als Verschwörungstheoretiker unfair angegriffen hatte. Ich habe mir gesagt, gib denen eine zweite Chance. Dialog ist wichtig. Wir waren 7 Menschen an den Stehpulten, inklusive Moderator.
Das Gespräch war auf Schweizerdeutsch und dauerte eine Stunde. Die Debatte verlief hitzig. Wegen meiner kritischen Forschung zu 9/11 und dem Gebäude des World Trade Center WTC 7 wurde ich nicht nur von SRF-Journalist Roger Schawinski, sondern auch von SRF-Journalist Jonas Breuer, der die Sendung leitete und sein Büro neben Schawinski im SRF-Gebäude in Zürich hat, erneut mit dem Kampfbegriff Verschwörungstheoretiker angegriffen. Ich habe mich gewehrt und erklärt, dass ich erstens Historiker bin und nicht Verschwörungstheoretiker und dass zweitens die Forschung zu 9/11 und WTC 7 wichtig ist, weil damit der Krieg gegen den Terror begonnen hat, der schon mehr als 1 Million Tote forderte und die Rüstungsausgaben des Pentagon auf 600 Milliarden pro Jahr in die Höhe getrieben hat. Ich habe auch erklärt, dass Obama im Jahr 2016 jede Stunde 3 Bomben auf fremde Länder werfen ließ, total 26.000 Bomben, und dass daher eine kritische Auseinandersetzung mit dem Imperium USA und dem Weißen Haus dringend sei. Doch diese Sachdebatte leider erhielt nur wenig Raum. Mehr Sendezeit wurde verwendet, um mich als Forscher anzugreifen. Ich war überrascht, dass ich in der Sendung live erlebte, wie Lückenpresse funktioniert, also das Weglassen von relevantem Text, um eine Aussage zu verdrehen. Die Arena hat es vorgemacht, ich habe es live erlebt und ich möchte es hier auf Facebook gerne ausführlich kommentieren, weil es für den Zuschauer schwierig zu durchschauen war. SRF-Moderator Breuer spielte auf der großen Leinwand in der Arena gleich zu Beginn der Sendung eine E-Mail von mir ein. Das hatte ich nicht erwartet, ich war total überrascht. Einen Tag vor der Arena hatte mir Breuer per Telefon noch zugesichert, es werde eine faire Sendung sein. Doch das war es dann eben nicht. Um was ging es? Ich hatte die Mail am 26. Januar an SRF-Journalist Peter Höllriegel geschickt, den Redakteur der Einstein-Sendung, in der er mich als Verschwörungstheoretiker diffamiert hatte. Ich hatte Peter am Telefon vor der Sendung erklärt, dass Verschwörungstheorie ein Kampfbegriff sei und nicht zu einer sachlichen Untersuchung von 9/11 beitrage. Er müsse WTC 7 bringen in der Sendung. Das hat Peter dann auch gemacht. Daher habe ich Peter folgende Mail geschrieben. Lieber Peter, ich fand den Teil zu 9/11 und WTC 7 fair und sachlich. Danke. Der Mix mit Klimalüge und Protokolle hingegen fand ich schlecht. Herzlich, Daniele. Zudem habe ich ihm am Telefon schon vor der Sendung gesagt, dass ich es unfair finde, dass SRF in der Sendung nur Personen bringen will, welche meine 9/11-Forschung kritisieren und nicht auch solche, welche sie unterstützten, obschon es viele gibt. So entstand kein ausgewogenes Bild von meiner 9/11-Forschung. Peter wusste also ganz klar, dass ich den ganzen Mix der Einstein-Sendung schlecht fand. Am 27. Januar antwortete Peter per Mail: Lieber Daniele, besten Dank für deine Meinung zur Sendung. Ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Ursprünglich war auch mehr zu 9/11 geplant, aber ich fand schlichtweg niemand, der vor der Kamera sprechen wollte. Als Folge musste ich das Thema ausweiten. Herzlich, Peter. Für den Zuschauer der Arena war diese ganze Kommunikation, die zwischen mir und der Redaktion von SRF Einstein stattgefunden hatte, natürlich unbekannt, weil privat. Gerade daher war ich total überrascht, dass nun SRF diese Mails publik machte. Vor allem war ich überrascht, dass Journalist Breuer im Sinne der Lückenpresse nur den ersten Satz aus meiner E-Mail publizierte, nämlich diesen. Ich fand den Teil zu 9/11 und WTC 7 fair und sachlich. Danke. Damit wollte er dem Fernsehpublikum suggerieren, ich selber hätte ja die Sendung Einstein und SRF gelobt. Es gäbe daher kein Problem mit der Ehrlichkeit der Medien. Das war aber gerade nicht der Fall, was ich eben im zweiten Satz klar sagte. Der Mix mit Klimalüge und Protokolle hingegen fand ich schlecht, aber der wurde weggeschnitten. Ich stand gestern hinter meinem kleinen Pult und habe mich gewundert, warum nicht über Trump und die Medien diskutiert wurde, sondern SRF so direkt auf mich als Person zielte. Natürlich habe ich live in der Arena kritisiert, dass SRF einen relevanten Teil der E-Mails weggeschnitten hat, worauf Breuer behauptete, der weggeschnittene Teil sei nicht relevant gewesen. Und das alles vor den Augen von Vincent Augustin, dem Präsidenten der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI. Lückenpresse geht gar nicht. Das SRF erhält mehr als 1 Milliarde Franken pro Jahr.
Das Geld wird durch die Schweizer Haushalte über die Billag-Gebühr bezahlt. Jeder muss bezahlen. Man kann das Fernsehen leider nicht wie eine Zeitung abbestellen. SRF gehört also dem Volk und wird vom Volk finanziert. In Deutschland bezahlt die Bevölkerung 8 Milliarden an die öffentlich-rechtlichen Sender, in Österreich etwas mehr als 1 Milliarde. Wenn die Massenmedien im deutschsprachigen Raum aber so arbeiten wie gestern die Arena, wird das Vertrauen der Bevölkerung weiter abnehmen. Dies zeigen auch die Lesermeinungen auf der entsprechenden Internetseite des SRF. Wussten Sie, dass mittlerweile nur noch etwa 3 globale Agenturen auszumachen sind, durch die nahezu die ganze Welt mit Nachrichten gefüttert wird? Kontrolliert und nicht selten verfasst werden diese weltweiten Nachrichten gemäß Augenzeugenberichten von Udo Ulf Kotte und vielen anderen durch hohe Militärs, Geheimdienste und so weiter. Wer darum die scheinbar vielfältigen Berichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, muss zu dem Ergebnis kommen, sie stammen immer und überall aus ein und denselben Grundaussagen. Die ständig hochgejubelte Vielfalt liegt lediglich in den unterschiedlichen Zubereitungsweisen und geschickten Umformulierungen der Journalisten in aller Welt. Die zuvor genannten 3 globalen Agenturen aber sind folgende. Erstens die amerikanische Associated Press, AP, mit weltweit über 4000 Mitarbeitern. Die AP gehört US-Medienunternehmen und hat ihre Hauptredaktion in New York. AP-Nachrichten werden von rund 12.000 Medien genutzt und erreichen dadurch täglich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Zweitens die quasi-staatliche französische Agence France-Presse, AFP, mit Sitz in Paris und ebenfalls rund 4.000 Mitarbeitern. Die AFP versendet pro Tag über 3.000 Meldungen und 2.500 Fotos an Medien in aller Welt. Drittens, die britische Reuters in London, die privatwirtschaftlich organisiert ist und etwas über 3000 Mitarbeiter beschäftigt. Nun wird sich der Durchschnittsschweizer oder Deutsche sagen, das hat ja mit unserer Presse nichts zu tun. Diese Agenturen haben ja ihren Sitz in Amerika, Frankreich und Großbritannien. Wir haben doch eine vielfältige Presse durch unsere Pressefreiheit. Doch genau darin liegt der größte Irrtum. Wer die Medienberichterstattungen aufmerksam miteinander vergleicht, wird feststellen, dass nahezu sämtliche Medien, auch in der Schweiz und Europa, ein und dieselben Berichte abändern und veredeln, die von genau diesen 3 zuvor genannten Agenturen ausgehen. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten
frei, unabhängig und zensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.